Die Löschanlage wird ausgelöst durch einen empfindlichen Rauchmelder. Dann strömt das Löschmittel flüssig aus den Düsen aus. Wir setzen einmal eine sogenannte MX-1230-Anlage ein. Das ist eine Anlage bestehend aus Löschmittelflaschen, Behälter und Düsen. Die wird also typischerweise zum Schutz von ganzen Räumen eingesetzt. Und wir haben noch ein Produkt, das wird für den Schutz von Schaltschränken eingesetzt. Nennt sich OneU. Ist auch ein Produkt, das mit Novec 1230 arbeitet. Novec schädigt keine elektronischen Geräte, hat also keinen Löscheffekt wie Wasser, macht also nicht nass und kann deshalb auf jedes elektronische Gerät gekippt werden. Novec ist ein sehr umweltfreundliches Löschmittel und hat keinerlei Einfluss auf den sogenannten Global Warming Effekt, also den Treibhauseffekt, und auch keine negative Auswirkung auf die Ozonschicht. Wenn man den Brand mit Wasser löschen würde, also insbesondere Brände von Computern, elektrischen Anlagen, hätte man einen elektrischen Kurzschluss noch zusätzlich und würde die Geräte auch schädigen, sodass man sie hinterher nicht mehr einsetzen kann. Und genau das verhindert Novec, indem es zwar wie Wasser aussieht, aber halt anders löscht und letztendlich nach dem Löschen wieder völlig rückstandsfrei verschwindet und man kann die Geräte, nachdem sie gelöscht wurden, wieder weiter benutzen ohne aufwendige Sanierung.